Hey Leute, ich bin MacPaverick. Ja, heute möchte ich euch mal eine Pflanze vorstellen, die mich immer so an den Film Avatar erinnert. Ja, aufgrund ihrer doch sehr abgespaceden äußerlichen Erscheinung. Das hier ist Sternkugellauch, auch Allium schuberti genannt. Und ich sage euch mal alles zur Pflege, damit ihr wisst, für welchen Standort das geeignet ist. Hier ist beim Gießenverhalten, beim Düngen, beim Überwintern und so weiter. Ja, das Schöne an der Pflanze, das sind wirklich diese sternartigen Blüten, die dann auch noch so schön lila aussehen. Wann ist die Blütezeit? Das ist, glaube ich, das Interessanteste bei dieser schönen Blüte. Die ist von Mai bis Juli und die Pflanze wird dabei ungefähr 40 bis 60 cm hoch. Ja, kommen wir mal zum Standort der Pflanze. Die mag warme, sonnige Plätze. Sie kommt aber auch mit einem halbschattigen bzw. halbsonnigen Standort zurecht. Die Bodenverhältnisse, ja, die sind eigentlich auch relativ easy. Besondere Ansprüche hat diese Pflanze nicht. Die macht sich gut in Steingärten oder eben in Kiesgärten. Wichtig ist, dass das Substrat ja durchlässig ist. Man sollte also keinen Lehmboden haben. Wenn man einen Lehmboden hat, dann sollte man den so ein bisschen mit solchen Kieselsteinen zum Beispiel anreichern. Dann kann man dafür sorgen, dass das Substrat eben wieder durchlässiger wird. Ja, kommen wir einmal dazu, was man beim Einpflanzen der Pflanze beachten muss. Das ist eine Zwiebelpflanze, weil es ja wie gesagt Lauch ist. Die Zwiebeln werden am besten im Zeitraum von Oktober bis November ca. 20 cm tief in den Boden eingepflanzt. Der Abstand, wenn man mehrere Pflanzen pflanzen will, sollte dabei ca. 30 bis 40 cm betragen. Das heißt, ihr könnt auf so einen Quadratmeter ungefähr so 6 Pflanzen pflanzen. Man kann sie aber auch einzeln aufstellen, wie das hier der Fall ist. Dann hat man eben einen richtig schönen Blickfang. Kommen wir als nächstes zum Gießen, wie man da verfährt. Eigentlich braucht man die so gut wie gar nicht gießen. Das ist so eine Pflanze hier für so einen Steingarten. Die kommen eigentlich mit kargen, trockenen Verhältnissen ganz gut zurecht. Wenn es allerdings sehr, sehr trocken ist, das heißt, wir haben so eine richtige Trockenperiode, Hitzeperiode, dann kann man die Pflanze auch schon mal gießen. Ansonsten braucht ihr das nicht. Und beim Gießen natürlich darauf achten, dass keine Staunässe da ist. Deshalb, das hatte ich ja schon angesprochen mit dem Boden, dass das Wasser auch abfließt. Ja, wie sieht es jetzt mit der Vermehrung der Pflanze aus? Sie hat ja Blüten, das heißt, sie wird irgendwann auch mal Samen ausbilden. Und die kann man theoretisch auch einpflanzen. Allerdings dauert das sehr, sehr lange, bis aus diesen Samen Pflanzen keimen. Deshalb lohnt sich das nicht wirklich. Aber es bilden sich unten im Erdreich Schwesterzwiebeln, und die kann man von der Hauptpflanze, von der Mutterpflanze trennen und dann eben wieder einpflanzen. Das macht man dann halt auch am besten Oktober, November und dann wieder 20 cm tief in die Erde, wenn die Zwiebeln kräftig genug sind. Und dann habt ihr daraus dann eine neue Pflanze gezogen. Ja, dann kommen wir noch zum Winter. Wie sieht das mit der Überwinterung aus? Auch da ist die Pflanze recht unproblematisch. Sie sieht ja so ein bisschen exotisch aus, dass man vielleicht meinen könnte, sie verträgt im Winter nicht, sie verträgt das aber durchaus draußen. Einfach den verblühten Stängel dann abschneiden und darauf achten, dass eben auch im Winter keine Staunässe entsteht. Vor zu viel Feuchtigkeit sollte man die Pflanze schützen, im gegebenen Fall dann abdecken, wenn man das von den Bodenverhältnissen nicht gewährleisten kann, wenn dann einfach das Wasser zu sehr am Boden steht im Winter. Ja, ansonsten hoffe ich, dass euch dieses Video gefallen hat. Würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Wer mag, kann mich gerne kostenfrei abonnieren. Dann seht ihr auch weitere Videos. Ich sage bis dann, euer MacPaverick.